Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum zweiten Versuch unseres Abenteuers mit TGs. Mal gucken, was heute besser läuft. Nö. Oh, das sind eine Menge TGs. Und wir müssen second gehen, okay, müssen wir mal schauen. Das klingt ganz nett. Desires. Desires sind schon mal keine Sky Striker. Auf mal doch Sky Striker. Okay. Oh, bitte das nicht irgend so ein FTK-Ding. Gott. Oh Gott! Was? Anti! Okay. Was mit. Was für Stromberg eigentlich? Für das, was er gerade da versucht. Was bringt Stromberg da für ihn? When opponents must have an attack, destroy the attacking monster, and if you do inflict damage. Und er hat gerade Desires aktiviert. Er deckt sich doch selber aus. Womit deckt er sich aus? Stromberg banished dir, doch, war nicht? Jünger Manifest, you can spell someone once from the deck. Nee, ja doch, da. Once return Jünger Spell, weil du musst 10 banished. Ja. Ist das nicht uns eigentlich scheißegal, der Stromberg, weil. Oder gleich spielt der Grand Maju. Also das Ding ist halt, uns ist das Ding doch scheißegal. Wir haben nämlich TG Warwolf plus Striker, was Wonder Magician ist, schießt und rennt um. Ja. Also, so kompliziert wird's jetzt nicht. Ja. Und theoretisch können wir danach immer noch für unser Play gehen. Ist nicht geil? Ich würde sagen schon. Ja. Ah, ja, gut, ja, genau, ja doch, genau. Wir haben dann noch wenigstens die GG Wonder Magician im Grave, weil der Rest wird gebanished. Ja. Also wir müssen das Manifest 2 machen eigentlich, weil sonst haben wir kein Grave wegen Banisher. Ja. Genau, dann holen wir jetzt Striker. Na, immer noch so kein Fan von Striker. Daniel? Nee. Bisher ist er noch nicht überragend. Er ist halt ein Empfänger, der sich specialt. Okay. Also er wird jetzt auch für das Play gehen, ne? DG Wonder Magician. Schieß, renn um und dann Manifest 2 können wir ja, normal specialen. Booster Raptor aber, kann sich doch specialen. Ja, stimmt. Für 400 mehr. Wir können ihn, muss in Dev? Nee. Dann können wir auch, oh, der hat 0, das ist so gut. Die Kakerlake interessiert uns nicht. Würde ich auch dann sagen, genau, dann specialen wir den. Oder können wir, Moment, die können wir auch noch normal, oder nicht? Ja, aber der hat 0 Angriff. Okay. Also das können wir normal, hilft aber nicht sehr viel. Battlefest? Ja, ja, hilft nicht sehr viel. Genau, weil jetzt vorher da hinzugehen, macht keinen Sinn. Nee. TG Wonder Magician, zack, zack. Zack. Schuss. Vedus Wähler. Dann Battleface. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was wir gleich machen können. Das ist das erste Mal, dass wir mal was auf dem Feld haben. Das ist, denke ich mal, das ist Anti.deck, Banish.deck. Main Phase 2, Larve. So. Trident Launcher. Also oder? Mit Trident Launcher Special wir mindestens die Serpent und die Wonder Magician wahrscheinlich. Oder? Ach, wir haben in der Hand nichts. Wir haben ja gar nichts in der Hand. Ja, Dreck. Dreck, ja, das ist natürlich scheiße. wir können aber Black Rose. Weil den können wir als Non-Tuner benutzen im gegnerischen Spielzug. Wir können den Black Rose in seinem Spielzug. Oder? Wir können. Ja, stimmt, können wir, ja. Moment. Ah, nee, nur für ein TG-Monster. Oh Gott. So, was können wir? Wow. Wow, tolle Plays. Voll vergessen, dass wir noch ein TG in der Hand brauchen. Schöne Plays. Wollen wir ihn trotzdem machen? Weil er mehr Attack hat? Aber die floaten. Aber bei dem Banish-Deck weiß ich nicht, ob das was hilft. Ich würde sagen, wir lassen es liegen. Okay, ich glaube, ich muss immer erstmal was normal, was über 1,9 hat. Gut, das war schlecht wieder. Oh ja. Lesen, lesen, lesen. Ja gut, wir lernen das Deck noch. noch ein Banish. Okay, den können wir umrennen. Jetzt Raigeki. Wer noch ein Stromberg Castle? Aber dann kommt er doch, dann gewinnt er doch nicht, oder? Hä? Ita? Ja. Mit Millions? Ach Gott. Hätte nur Banish-Scheiß am Start. Was ist denn das für ein Kack? Mach ein Link-Monster, bitte. Warum sollte er? Gott. Ja. Top. Aber er hätte erst mit dem anderen angreifen sollen. Das heißt, TT ziehen wir, glaube ich, aber ganz gut, nee, oder? TT ziehen ist ganz gut. Ja. Krass. Wir verlieren das gegen Anti noch.
Safe. Vor allem, wir haben schon wieder so ein Deck, was nicht unsere Effekte durchlässt. Und Formel-Synchron für einen Draw. Ui, also... Und hofft, dass wir den TD ziehen, oder? Können wir nicht, wir können nicht auf den Friedhof abwerfen. Keine Kosten, ne? Sind Kosten, ne? Wow. Tribute 2 geht auch nicht mehr, weißt du? Was hätte ich Tribute 2 gemacht? Nicht Verteidigung? Nee, das ist egal, wir verlieren schon die. Was ist denn das für ein AIDS? Warum müssen wir gegen AIDS spielen? Verstehe ich nicht. Warum greift er denn mit dem an? Ja, aber das war so, das ist diese faire Geste dafür, dass ich mal gelassen habe. Naja, er will wahrscheinlich nicht durch den Grave gehen, durch ihn, der wird. Hä, das macht keinen Sinn. Er will wahrscheinlich einfach nur mehr Attack haben. Ja, krass. Jo, kann sich nur noch Stunden handeln, ne? Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Gegner haben einfach alles und wir haben. Yay! Aber deckt er sich damit nicht in zwei Turns aus? Oder? Tut er doch. Ja. Und dann haben wir gewonnen. Und wenn wir noch zwei Turns setzen können, beziehungsweise er vielleicht doch mal ein Linkmonster macht. Such das. Oh, nix. Okay, toll. Wir hätten vielleicht mal das eine Stromberg durchlassen sollen, damit er schneller Deckout geht. Hey, das ist das erste Mal, dass er es so rumgemacht hat. Mhm. Krasses Play. Jetzt waren die 200 Schaden mehr wichtig. Mhm. Hey! Yay! Yay! Hey, wenn er damit angreift. So, erstmal Standby-Face. Also wenn uns jetzt in dem Zug nicht games... Nee, schade, ja. Er muss noch ein Turn, weil das ist eine Standby-Phase. Das heißt, er kriegt den Draw vorher noch. Soll er 2-8? Bitte greif mit Banisher an. Das ist doch eben verlockend. Er hat doch eben auch mit Banisher angegriffen. Weil er weiß, dass die keine Attack haben. Ach doch, ein Link-Monster. Gott! Scheiße, wie viel Attack hat das Ding? Leck mich! Gut. Yes! Yes! Nimm die 200! Das dreht mich an Michis Deck. Das ist ja auch gespielt. Spaß. Spaß, muss ich sagen. Diese Handtraps sind richtig gut, habe ich gehört. Mhm. Wow. Ich glaube, wir hatten schon mal, wir hatten, glaube ich, mit Aliens oder so, glaube ich, auch mal zwei Losers gehabt, weil das echt nicht so gut war. Gut, wir nehmen uns immer die besten Matchups, Daniel. Mhm. Morgen wird's besser, hoffentlich. Bis dahin, tschüssi.